Schönen guten Sonntagmorgen hier. Nach einiger Zeit, der Schnee ist weg, verschaffen wir uns mal wieder hier einen Überblick über das, was hier passiert ist. Gut, im Endeffekt war schlecht Wetter gewesen, aber wir werden nun einmal hier uns die ganze Sache heute am Sonntag angucken. Wie immer der obligatorische Zoom. Ich stehe hier oben am Fahrradweg und zoome einmal hoch und wieder runter. Im Hintergrund könnt ihr schon zwischen den Diagonalträgern die kleine Bühne erkennen. Vorne, das ist ausgespart für eine kleine Treppe, die da hochführt. Wie mir gesagt wurde, kann man das, was ich euch gleich zeige, nämlich das Fundstück hier, die alte Treppe, angeblich aus Kostengründen oder weil nicht sein darf, was sein kann oder wie auch immer, integrieren. Wäre natürlich eine tolle Sache gewesen, die restlichen historischen Fundstücke noch auf dem Gelände zu integrieren. Diesen Teilen, das ist das Stück der Treppe mit 7 Stufen, würde ganz gut da reinpassen. Hier haben wir noch 2 weitere Relikte dieser längerer Zeit hier liegen, finde ich auch gut. Das ist einmal die überdimensionierte Kette mit den Haken zum Einhängen und auch die Kohlestücke, die hier unten auf dem Stein liegen, sind noch original geborgen worden. Im Hintergrund kann man halt sehen, dass dort die Drainage bis vom Einstieg bis zur Straße, wo der Lichtmast hinkommt mit den LED-Strahlern, eigentlich schon fertig ist. Die Modellierung ist auch schon erfolgt in einigen Bereichen. Wir sehen also hier, dass die Böschung entgegen des Planes, den ich also zu Hause habe, den Herr Heller mir letzten Januar geschenkt hat, oder besser gesagt gegeben hat, dass hier immer noch einige Birken stehen, denn hier sollte eigentlich auf der gesamten Länge eine Treppe hinkommen zum Verweilen, die hier genau an dieser Stelle am breitesten wäre und dann auf der anderen Seite in Richtung Lührenstraße spitz zulaufen würde. Wir werden sehen, was kommt. Nochmals das Gitter um den Einstieg, was eigentlich vollkommen unauffällig ist. Unten der Schachtdeckel, der Protego und alles abgedeckt, fein säuberlich die Betonplatte mit einem Vlies, einer Folie, um das Ganze zu schützen. Ihr seht also selbst, wie feucht das hier unterhalb der Böschung ist. Eigentlich ist das Ganze eher wie eine Mulde zu betrachten und muss natürlich noch aufgefüllt werden. Hier auf der rechten Seite, wo diese grünen Rohre liegen, zwischen dem Bagger und den grünen Rohren, wird ein Weg mit einer Treppe dann gebaut, mit einer kleinen Treppe, die runterführt zum Einstieg. Geradeaus, das werden wir nachher noch besser sehen, wird die Hauptachse angelegt werden. Oberhalb der Drainage wird also ein Weg gestaltet werden mit Baumbestand und Laternen. So. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal links an. Ihr seht also, dass dort schon bereits, nochmal angesprochen, die kleine Bühne steht. Die ist auch wunderschön mit diesen Blöcken gekennzeichnet. Dahinter sind schon Kantensteine, Randsteine gesetzt worden, die das Gelände dann gegenüber dem Parkplatz der Druckerei oder der ehemaligen Maschinenhalle von Schacht 6 dann abtrennen. Da müsste aber allerdings, denke ich mal, die Druckerei hinten an dem Wäldchen hinter dem Zaun auch noch mal ein bisschen Hand anlegen, damit das Ganze auch ein wenig übersichtlich gestaltet ist. Das Ganze gilt übrigens hier für das gesamte umgebende Gelände. Das müsste dann mal gesäubert werden. Und der Müll, der hier hinter mir liegt, den will ich hier heute am Sonntag euch nicht zeigen. Der ganze Weg ist gesäumt davon, nachdem hier eine Baumschnittaktion, Strauchschnittaktion wohl stattgefunden hat. Zu bekommen, wie schön das Ganze gemacht wird, seht ihr hier die Bühne
vorne sogar halt leicht angeschrägt und kann sich eigentlich jetzt jeder schon mal darauf freuen, der auf diese Bühne gehen darf, um dort etwas zum Besten zu geben. Ich denke mal, wir werden auch weiterarbeiten an einem Programm. Ich hatte mit Herrn Diplom-Ingenieur Carsten Schröder einige Sachen verabredet. Am morgigen Tage, am Montag, findet auch ein Gespräch zwischen Herrn Knepper vom Knepper Management, dem Caterer der alten Lohnhalle statt, der ja hier auf dem Gelände direkt am Förderschacht 4 der alten Zeche Holland das Catering übernehmen will. Was fehlt, ist halt noch die Unterschrift unter den Vertrag. Und dann kann er eigentlich mit seinen Planungen voll einsteigen. Ich darf nicht zu viel verraten. Er hat das Ganze schon durchgeplant, in der Hoffnung, dass nichts mehr dazwischen kommt. So, hier auch nochmal einen leichten Rundumschwenk, auch in Bezug auf die Böschung. Da stehen halt eben noch diese 10 Birken. Warum auch immer. Unten an der Emil-Weitz-Straße an der Ecke. Und ihr könnt jetzt hier noch einmal diese Steine sehen, die dort dann benutzt werden, um den Weg zu gestalten. Im Endeffekt haben wir hier noch, das Ganze nennt sich Limestones, Canyon Giallo d'Istria aus Istrien, der Halbinsel in Kroatien, zwischen Kroatien und Italien. Größte Stadt in der Nähe, Trieste, wunderschöne Stadt. Und hier nochmal auf die andere Seite, wo ich vorhin war. Und da habt ihr jetzt nochmal hier einen Einblick in die Arbeiten. Unter dieser schwarzen Folie, was sich da befindet, werden wir mal gleich mal versuchen herauszubekommen. Auch hinter mir die Parkbuchsen, die heute leer sind. Vermüllt ohne Ende, seit 4 Jahren bestimmt kein Laub irgendwie mal gefegt worden. Ein erbarmungswürdiges Bild, auch hier das USB und alle angeschlossenen Ämter, die da irgendwie für zuständig sein sollen. Also ich finde das hier nicht gut. Hier entsteht ein richtig toller Platz, ein Kleinod. Hier wird Geld verbaggert. Hier ist das saniert worden, das Fördergerüst. Es glänzt wunderschön in der Sonne und ihr seht außenrum einfach nur Fratze. Hier zum Beispiel dieses Wäldchen, sag ich mal, da müsste man noch mal mit den Besitzern oder den Pächtern oder wer auch immer der Druckerei mal sprechen. Das geht also hier von der Ecke weiter bis dahin. Und wenn wir da hinten also die Kantensteine sehen und dahinter dann das Wäldchen ist, also das fände ich nicht ganz so charmant. Der ein oder andere möchte das vielleicht dann Natur belassen. Aber ich denke mal, wenn man reinkommt und sieht ein Wäldchen und nicht den Platz, dann fragt man sich eigentlich, wo gehe ich da hin? Da sollte schon sichtbar sein von der Ecke vorne, wo die Straße einmündet, an der Druckerei, also an der ehemaligen Maschinenhalle. Und ich sage mal dazu aus, dieses Wäldchen kann ja gekürzt werden, habe ja nichts gegen Bäume, aber das ist alles Wildwuchs und auf dem Gelände hier ist wirklich alles weggerodet worden. Und der Rest, das ist dann alles gehäckselt worden und dann kann man halt da auch mal einen Kompromiss finden, sage ich mal so. Gehen wir mal weiter. Eigentlich an dem Punkt, an dem der Lichtmast konstruiert wird. Ihr seht hier also selber, welche Kanäle hier schachtmäßig zur Entwässerung des Geländes eingebaut worden sind. Das ist also die Flucht hier von der Straße. Ich stehe hier auf dem Bürgersteig, der ja noch abgesenkt werden wird, um das Oberflächenwasser abzuleiten. Der Weg kommt halt genau hier drüber, um im Endeffekt dann den sicheren Gang zum Einstieg und zur Besteigung
zum Erklimmen des Fördergerüstes zu starten. Gemanagt von Bo Marketing. Das Prozedere wird sich dann halt noch ergeben. Können wir auch noch eine Runde mitreden. Wie ihr seht, befinden sich hier halt immer noch auf der linken Seite Ziegelmauern und Stahlbeton der alten Versorgungsschächte und halt rechts noch hier die Sache nochmal hier von Schacht 3. Die Koordinaten auf dem Pin, daneben auch eine Betonplatte und da ist auch jetzt ein Schachtdeckel freigelegt worden. So, wir haben hier unter dem Schwarzen, denke ich mal, wie das außenrum aussieht, das war Beton gewesen, der hier eingebaut worden ist für die Kantensteine, für die Bühne etc. etc. Ich denke mal, da wird der Rest noch drunter lagern, der noch benutzt werden kann oder verfüllt werden kann hier in die Gräben, die sich hier offen tun. Schauen wir da noch mal rein und jetzt noch mal ein majestätischer Zoom in Glanze der Sonne vor strahlend blauem Himmel. Ich sage jetzt nicht mehr seit gestern königsblauem Himmel, die sind bei mir durch. Ende aus Mickey Mouse, mein Verein, aber nicht meine Mannschaft und auch nicht mein Vorstand. So, hier haben wir jetzt also im Endeffekt das ganze Gelände fast umrundet. Wir gehen jetzt nochmal oben zur Ecke, dann sind wir einmal rund gelaufen. Die Abdeckungen hier, wenn man sich das mal so betrachtet, ich mache das jetzt hier ganz bewusst, das sieht nicht nur so aus, wenn keine Blätter an den Bäumen sind, denn die Blätter, die liegen ja unten hier der letzten 4 Jahre, sind festgefahren worden, hier mit einigen Autos, mit Spezialisten, die schaffen das auch sogar hier irgendwelche Umfriedungen zu überfahren, um ihre Reifenabdrücke zu hinterlassen. An dem ganzen Hang, das ist eine Aufschüttung hier über kontaminierten Gelände, liegen Baumstämme kreuz und quer. Und wenn ich hier so weitergehe, dann kann ich nur feststellen, dass auch anständig Müll vorhanden ist. Und im Endeffekt muss hier was passieren. Das muss ganz eindeutig gesäubert werden. Auch hier im Container noch Relikte, Bahnschwellen, die sicherlich auch dann noch entsorgt werden. Ich denke mal, die sind auch noch herausgeholt worden bei den letzten Baggerarbeiten. Es ist auch momentan nur ein Bagger noch auf dem Gelände. Und der Rest wird hier dann mit Nivellierungsarbeiten, wahrscheinlich mit Radladern und anderen Maschinen gemacht. Der Rüttler ist auch noch da, sodass das Ganze auch immer gerüttelt werden muss. Ich stehe hier an diesen alten Bahnschwellen und ich muss sagen, mein lieber Scholli, man riecht die Kontamination. Das ist also wirklich ein beißender Geruch. Ich weiß nicht, was die da früher da auf dem Holzplatz da drüber gekloppt haben. Mein Onkel Egon, der da gearbeitet hat, kann ich ja leider nicht mehr fragen. Der ist an diesem elendigen Zeug krepiert im Endeffekt. So, nochmal hier eine Ansicht in Bezug auf das Fördergerüst. So, interessant ist natürlich auch die Diskussion halt darüber, wo wir die Plakette zur Erinnerung an die Bergleute und deren Familien, die hier eigentlich aus Wattenscheid, dem Ruhrgebiet und Deutschland das gemacht haben, was es heute ist oder vielleicht auch nicht mehr ist, anbringen. Soll also ein Name auch draufstehen, Hans Köster. Und ich denke mal, das hat der Hans sich verdient. Und zur ewigen Erinnerung, also stellvertretend für alle, die hier jemals tätig waren, ihre Familien, Kinder und Nachkommen. Da braucht man Text und ich denke mal, der ein oder andere ist doch clever und kann da mal Vorschläge in die Gruppe schicken. Der kann mir das auch privat
per Telefon oder wie auch immer, oder falls wir uns mal treffen sollten, kann der uns das mitteilen. So. Nochmal ein Rundumschwenk hier entlang dieses Riesenareals mit Potenzial, und das wird wunderschön, und ich kann mir das immer besser vorstellen hier mit jedem Arbeitsschritt, der vollzogen wird. In dem Sinne wünsche ich euch und euren Lieben wunderschönen Sonntag, eine tolle kommende Woche bei strahlendem Sonnenschein. Glück auf vom Hans-Köster-Schacht 4 der ehemaligen Großzeche Holland.